Wir sind in der Stadt Samarkand, mitten auf dem Herzen der Seidenstraße. Der berühmte, legendäre Registanplatz mit drei mächtigen Medresen und Moscheen, die seit über 400 Jahren hier stehen. Hier sehen wir als erstes die Koranschule von Ulugbek, die im 17. Jahrhundert errichtet wurde. Und in der Mitte sehen wir die Tilakori-Moschee. Das ist auch eine Moschee, die aus dem 17. Jahrhundert stammt. Und die dritte Anlage ist die Koranschule Sherdor, die von dem damaligen Bürgermeister errichtet wurde. Und hier ist das Zentrum der Stadt Samarkand, die jetzt 2750 Jahre alt ist. Und die Koranschulen sind nach wie vor im ursprünglichen Zustand und die ganzen Majolika und Mosaiken sind noch ganz klar zu erkennen. Und in diesen Koranschulen hatte man bis vor 100 Jahren die Studenten, die hier Kalligraphie, Koran und andere Fächer studiert haben. Wir gehen jetzt in die Koranschule Tilakori, Entschuldigung, Sherdor. Und hier sehen wir die Handwerkssachen, die in Samarkand angefertigt wurden. Und hier sind die samarkandischen Jugendliche. Das Leben hier ist ganz lebhaft. Hier ist die usbekische Seide, die mit der Hand gemacht wird. Und das ist typisches Muster der Seide. Hier sehen wir, wie die Anlage restauriert, renoviert wird. Hier hat man insgesamt über 45 Wohnzellen. Also oben hat man immer geschlafen und unten hat man die Klassenräumlichkeiten gehabt. Und heute, wie wir sehen, da sind die kleinen Stuben, wo die Verkäuferinnen ihre Sachen hier handeln. Und hier sehen wir eine goldbestickte Mütze für die Damen. Eigentlich, das ist sehr klein, das ist für die kleinen Mädchen. Und wie gesagt, jede Region hat unterschiedliche Arten von diesen Kappen. Und zwar hier ist zum Beispiel die in runder Form. Das ist für die Mädchen. Ja. Und oder da können wir dieses Fell sehen. Das ist typisch von Choresm. Wie gesagt, jede Region hat unterschiedliche Größen, unterschiedliche Mützen. Und diese Mütze trägt man in der Sonne. Das ist ganz praktisch. Und das tragen nach wie vor heute die Turkmenen zum Beispiel, unser Nachbarland. Und auch die Hirten in der Wüste Kızılkum in Usbekistan.